meinen Informationskanal zur vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin vedischer Berufsastrologe. Ja, in diesem 5- bis 6-minütigen Kurzvideo wollen wir heute darüber sprechen, wenn Ihr persönlicher spiritueller Pfad durch den Planet Jupiter repräsentiert wird. Ja? Jupiter, wenn also der Planet ist, der Ihre persönliche Gottheit und damit Ihren spirituellen Pfad anzeigt, der für Sie ideal ist, steht für die Gottheit Shamba Shiva. Das ist eine Kombination aus und steht letztlich für die Planeten Sonne und Mond zusammen. Sprich, sowohl für einen Pfad Shiva als auch für den Pfad von Gauri, der göttlichen Mutter. Also für den männlichen und den weiblichen Aspekt Gottes in Kombination. Ich möchte auch gleich dazu sagen, dass Jupiter, wenn Sie den in dieser Position in Ihrem Horoskop haben, also im 12. Haus, gezählt von Ihrem Atma-Karaka, Ihrem Seelenplaneten aus, dann ist es ein sehr wünschenswerter Planet, diesen dort zu haben, denn er drückt schon mal aus, dass sehr viel darauf hindeutet, dass Sie also ein spirituelles Upliftment in diesem Leben erfahren. Insofern möchte man Jupiter sehr gerne in dieser Position in seinem Horoskop haben. Damit, dass Jupiter sowohl das männliche als auch das weibliche Prinzip Gottes repräsentiert, ist es also für Sie möglich zu wählen, mit welcher spirituellen Disziplin Sie sich am wohlsten fühlen. Fühlen Sie sich jetzt gut mit dem männlichen Teil Gottes, mit einem Shiva-Pfad, also wo Sie aktiv meditieren, mit gewissen Atemtechniken und Körperhaltungen versuchen, die Energie von unten, von dem untersten Chakra nach oben zu bringen, ja, durch die Wirbelsäule hoch in das Gehirn. Das wäre der männliche Part, der Shiva-Pfad, den Sie mit Jupiter in dieser Position sehr gut machen können, den Shamba-Shiva-Pfad. Oder möchten Sie nur empfänglich sein, indem Sie offen sind für die Segnungen der göttlichen Mutter, also Parvati, Gauri, dann können Sie das genauso machen. Oder Sie können auch eine Kombination eben aus beiden machen. Für Sie ist es wählbar, womit Sie sich eben am besten fühlen, können es auch jederzeit verändern. Heißt also, für Sie ist sowohl der göttliche als auch der weibliche Aspekt Gottes mit dem solaren als auch mit dem lunaren Prinzip, was also Ihre spirituelle Praxis anzeigt, der zielführend oder die zielführenden Wege. Natürlich können Sie trotzdem bei der göttlichen Mutter, obwohl es ein empfänglicher Pfad ist, wenn Sie sich für diese Variante von Shamba Shiva entscheiden, können Sie natürlich trotzdem durch Gebete, Mantren, Rituale auch die göttliche Mutter verehren, was sicherlich auch Ihrer spirituellen Entwicklung dient. Ja, also das steht für den Planeten Jupiter im 12. Haus, gezählt von Ihrem Seelenplaneten aus. Die Gottheit lautet Shamba Shiva und lässt Ihnen eben die Wahlmöglichkeit, ob Sie mehr den aktiven spirituellen Pfad wählen, wo Sie Zeit einsetzen für Meditation, Atemtechniken, ja, Shiva-Praktiken, Yoga-Praktiken, sei es Techniken Kriya-Yoga, Babaji, Kundalini und so weiter. Oder ob Sie eben den passiven Pfad wählen, einfach empfänglich zu werden für die Segnungen der göttlichen Mutter oder eine Mischung aus beidem. Ja, natürlich gibt es Bilder, die diese Gottheit Shamba Shiva
Also Shiva mit seiner Gefährtin, der göttlichen Mutter, wenn die also zusammen am Wirken sind, repräsentieren, wenn sie sich da eine bestimmte Nische schaffen in ihrer Wohnung, in ihrem Zuhause, wo sie vielleicht ein Bild aufstellen, Zeit für eine gewisse Verehrung dafür einsetzen oder ja, also dies halt auch in ihr Leben holen, dass das ihre Ishta Devata ist, ihre persönliche Gottheit, dann wäre das natürlich für sie eine sehr gute Unterstützung für die Entwicklung ihrer Spiritualität. Natürlich können sie das genauso in der christlichen Tradition machen, denn hier ist das eben eine Kombination des Prinzips des göttlichen Vaters und der göttlichen Mutter, wo sie auch Zeit entweder doch für aktive oder passive Meditationen einsetzen. Ja, falls ihr die persönliche Gottheit noch nicht kennen, kann ich die sehr gerne für Sie ermitteln aus Ihrem vedischen Horoskop. Klicken Sie dazu unterhalb dieses Videos auf den Link. Dort werden Sie auf ein Kontaktformular weitergeleitet, wo Sie Ihre Geburtsangaben eintragen können. Wenn Sie mir diese dann, diese werden dann an mich weitergeleitet. Ich rechne das aus und teile Ihnen dann kostenfrei Ihre persönliche Ishta Devata mit. Natürlich behandle ich Ihre Angaben vertraulich und ja, schicke Ihnen das unverbindlich und schnell per E-Mail zu. Gut, das war's jetzt zum Jupiter. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Vielen Dank.